Herzlich willkommen bei Gravities. Wir sind weiter für euch auf der IFA unterwegs und ich bin jetzt am Stand von Logitech und bei mir ist der Andreas. Hallo Andreas. Guten Morgen. Was habt ihr denn hier am Stand Neues? Ich sehe schon Smart Home, also worauf kann ich mich einstellen, was du mir jetzt gleich zeigen wirst? Ja, Logitech steht ja schon seit vielen Jahren für die Vereinfachung von smarten Geräten. Wir haben vor vielen Jahren mit Harmony angefangen und haben den Audio-Video-Bereich in den Smart-Home-Sektor integrieren können. Und inzwischen haben wir auch den Bereich Kamera sogar in das System mit eingefügt. Das heißt, der Kunde kann jetzt fast wirklich alle wesentlichen Bereiche mit Logitech und Harmony verbinden und in einem System zusammen bedienen und bearbeiten. Cool, dann zeig mir doch einfach mal ein paar Produkte. Ich würde sagen, hier sieht es ganz gemütlich aus. Setzen wir uns doch einfach mal. Ein Highlight dieses Jahr ist die Ergänzung unseres Harmony-Systems. Harmony gibt es schon sehr, sehr lange und Harmony steht für die ganz einfache Bedienung des Audio-Video-Setups im Wohnzimmer, also dein Entertainment-Bereich. Ne? Und wir haben in der Vergangenheit schon durch Aktivitäten komplexe Zusammenhänge starten können. Das klingt ein bisschen kompliziert, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du Fernsehen schauen willst, musst du normalerweise den Audio-Receiver starten oder ein Satellitengerät oder diverse andere Geräte und hast unter Umständen 4, 5 Fernbedienungen zu bedienen. Wir machen das alles auf Knopfdruck. Das war in der Vergangenheit schon sehr angenehm, haben irgendwann auch Smart-Home-Geräte hinzugefügt und das haben wir jetzt durch Sprache ergänzt. Das heißt, man kann diese ganzen Aktivitäten, die es schon in Harmony gab, jetzt durch Sprache steuern und natürlich das gesamte Audio-Video-System mit Alexa verbinden. Das heißt, ich kann direkt eine Netflix-Aktivität starten, kann laut und leise stellen, den Sender wechseln und viele andere Befehle jetzt durch Sprache ergänzen. Und das Besondere eigentlich an dieser Ergänzung ist, dass du die freie Wahl hast. Das heißt, wir machen dich nicht zu einem Sprachfan. Es gibt in jeder Familie oder in jeder Community Menschen, die mögen die Sprachsteuerung. Es gibt auch viele, die mögen das eher weniger. Und das ist eigentlich das Besondere. Wir lassen unsere bisherigen Bedienerkonzepte, wie zum Beispiel unseren Smart-Schalter, den ihr gleich dort drüben seht, oder das Harmony-System, so im System drinne und können wechselseitig dem End-User quasi die Bedienung anbieten. Was heißt auf Klardeutsch, meine Frau drückt eine Taste, die mag Sprache nicht besonders gerne. Oder der andere mag die Fernbedienung lieber. Der Kunde muss sich gar nicht Gedanken machen, was ich wie steuern muss. Alles kann er so tun, wie er es intuitiv tun würde. Aber jetzt zusätzlich mit Sprache. Das ist ein großes Highlight. Ja, super. Dann würde ich jetzt gerne noch den Schalter sehen, wovon du gesprochen hast. So, hier haben wir jetzt den Logitech Pop. Und das ist ein universeller Schalter für angebundene Geräte. Das heißt, ich kann damit natürlich auch einen Lichtschalter schalten oder die Farbe ändern oder andere Programmierungen vornehmen, aber eben auch komplexe Aktivitäten damit starten. Also beispielsweise drückst du einmal, da geht das Licht aus, drückst du nochmal, geht es wieder oder an oder aus, je nachdem, wie du es programmiert hast. Wenn du zweimal drauf drückst, in unserem Fall, könntest du eine Sonos-Playlist starten oder eine andere komplexe Aktivität. Ne? Und das alles nur per Knopfdruck. Und viele Menschen, wie gesagt, mögen eine App-Bedienung nicht besonders. Oder stell dir vor, dein Akku ist leer oder du bist gerade am Telefonieren, dann könntest du deine App-Bedienung nicht durchführen. Und dafür haben wir eben diese zusätzliche Bedienmöglichkeit. Ne? Und das, wie gesagt, im gleichen Setup ist jetzt mit Sprache kombinierbar. Also meine Kinder würden dann irgendwo den Schalter drücken, jemand anders kann dann per Voice wiederum dazwischen gehen. Diese nahtlose Integration ist momentan das große Thema bei uns auf der IFA. Super. Habt ihr sonst noch was Cooles, was ihr mir zeigen könnt? Oder? Ja, wir haben hier auch unsere neue Überwachungskamera, die Circle 2. Die haben wir wesentlich überarbeitet. Wir haben jetzt einen wesentlich breiteren Sichtwinkel, also 180 Grad, was so deinem Sichtfeld entspricht. Und das möchte der Mensch auch. Der möchte ungefähr das sehen, was er mit den eigenen Augen sieht. Darüber hinaus, das Besondere an dieser Circle-Lösung ist, die ist universell einsetzbar. Das heißt, ich habe jetzt hier die Steckdosen-Variante. Die Kamera an sich, ich nehme sie mal kurz auseinander, ist nur dieses schwarze kleine Modul hier. Und dieses schwarze Modul kann ich in alle möglichen Halterungen einsetzen. Ich habe dafür eine Fensterhalterung. Hab dafür eine kabelgebundene Halterung, kann sie auch nach draußen bringen. Sie ist also natürlich auch wasserdicht und entsprechend geschützt, dass sie auch im Winter funktioniert. Und ich habe da wirklich ganz viele Möglichkeiten, dieses System individuell zu platzieren. Ja? Und für Apple-User besonders interessant, haben wir dort jetzt auch eine HomeKit-Integration. Das heißt, ich kann die Kamera sowohl über die Logitech-App bedienen und steuern, wie auch über das HomeKit-System. Und das ist auch eine ganz wichtige Story für uns, denn wir denken, dass der End-User entscheiden sollte, welche Plattform er gut findet oder auch nicht. Insofern schreiben wir auch das nicht vor. Wir versuchen also mit allen großen Plattformen und Technologien uns zu integrieren, um da eben möglichst universell zu sein. Ne?
Und darüber hinaus ist dieses Bedienerkonzept der Circle auch einzigartig. Die IP-Kameras in der Vergangenheit, die waren sehr oder eher für Techies. Man musste sehr viel über die Installation wissen. Und das ist heute wirklich für jedermann leicht zu installieren und zu bedienen. Ich kriege also nicht mehr bei einem Tag, wo viel Sonnenlicht wandert, irgendwie 2000 Bilder von den Bewegungen, sondern bei uns bekommst du einen 60-Sekunden-Clip als Tageszusammenfassung. Also sehr einfach zu bedienen. Man hat eine Timeline, ihr könnt das vielleicht gleich mal anschauen. Ich kann also in den jeweiligen Tagesbereich zurückgehen und sehe dann, was dort passiert ist. Also super einfach zu bedienen, überall zu integrieren. Und das ist so ein bisschen die DNA von dem, was wir zukünftig auch vorantreiben wollen. Wirklich Einfachheit, dass es jeder bedienen kann und wirklich auch den Nutzen für sich mitnimmt. Super, Andreas, vielen Dank. Ihr seht, Logitech, viel Flexibilität, viele neue Möglichkeiten. Schaut auf jeden Fall auf gravis.de vorbei, was es da alles Neues gibt. Ich bedanke mich nochmal und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.